Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to the World 2 mit den Seleukiden und mit der Dauerschleife, in der wir uns gerade befinden. Ich weiß echt nicht, ob ich das nicht vorspulen soll. Irgendwie, bis wir, keine Ahnung, eine gewisse Größe haben. Weil momentan ist es ja wirklich so, dass ich, also es kommt Fullstagamin, ich vernichte sie. Baue mich auf. Dann kommt wieder Fullstagamin. Ich vernichte sie. Ich baue mich auf. Und so weiter. Gut, also hier. Fullstagamin. Scheiße. Hier. Fullstagamin. Nochmal Kacke. Jetzt ist die Frage. Das war das, was ich eigentlich verhindern wollte. Das ist eigentlich das, was ich gerne verhindert haben wollte. So. Okay. Weil der da kann die Armee die Stadt einnehmen, weil hier sind nur wenige. Wieso habe ich die so ungeschützt gelassen? Hier wiederum sind gar keine drin. Das ist ja wunderbar. Wisst ihr was? Ich glaube, ich greife den trotzdem mal an. Auch wenn. Also, ich glaube, der hat. Also, maximal hat er 3 Fernkämpfer. Ist halt praktisch für die Elefanten, auch wenn die da halt sehr hart am Struggeln sind. Aber ich glaube, das könnte ich schaffen. Schlimmstenfalls stirbt mein General. Aber da das nicht mein General ist, ist das auch nicht so schlimm. Also momentan ist das schon blöd. Die da kann ich kaum nehmen. Die da, ja, sind nur indische Elefanten. Aber wenn ich mich klug anstelle. Ja, ich speichere mal. Also ich bin skeptisch. Also schätze mich, also überschätze mich vielleicht. Weil dass der so gut dass er so gut dasteht, hätte ich echt nicht gedacht. Also leichte Kavallerie, keltische Adelsreiter, die sind gut. Die sind richtig gut, die machen Aua. Da muss ich mit mindestens 10 Pferden drauf. nee. Selbst da würde er alle platt machen. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber die Elefanten müssen auf jeden Fall die ein bisschen außerhalb, die da kommen hier hin. Der kommt auch da rein. Die Streitwagen kommen hier hin, auch wenn es risky ist. Aber die bekommen Verstärkung durch die da. So. Und die da kommen hier hin. Ja. Okay. So. Regen ist in dem Fall ein bisschen blöd, weil das vermindert die Ausdauer. Aber dadurch kann er keine Brandpfeile schießen, das er sowieso nicht kann, weil er doch Plänkler können. Doch, der hat sogar Plänkler. Plänkler sind ätzend. Genau, also dementsprechend war es, glaube ich, gar nicht so blöd, dass ich das gemacht habe. So.
Warte, warte, Pause, Pause. Okay. Das ist immer so, so blöd, wenn man vorspult. Oder passiert plötzlich alles gleichzeitig. Okay. Aber das ist ja gerade. So, ganz, ganz gut, was der da macht. Trumpeln. Eine unserer Einheiten ist. Unser General wird angegriffen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ah, das ist nicht schlimm. Aber ich, ja, naja, das wollte ich jetzt nicht. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Jetzt bitte alle sehr, sehr böse hier rein. General. Männer wanken. General, wieso wankst du? Wendet sich zu unseren Gunsten. Also schwer ist was anderes. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Fahren. Der kommt hier nicht davon. Ich mach mal den Ton ein bisschen leiser, das dröhnt mir gerade sehr im Ohr. Okay. Gut, ist auch weg. Ist jetzt dann auch weg. Gut. Ich hoffe, da bleibt jetzt nichts mehr über. Okay. So, ich habe 184 verloren. Sein General ist leider weggekommen. Um ein paar Einheiten. Also ich glaube, ganz vernichtet habe ich ihn nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mir Zeit gekauft. Nein! Naja, weil. Oh Mann, wenn ich den General komplett bekommen hätte. Ah, Mann.
Schade. Okay. Ich gehe trotzdem mal hier rein, weil... hier sind Sklaven, das ist ganz schön. Weil hier kann ich wenigstens noch verteidigen und hier würde der einfach das übernehmen, wenn da niemand drin ist. Genau, also hier muss ich abwarten, was immer sehr geil ist. Hier, der hat zwar Leute, aber Entschuldigung. Ah, das ist egal. Gut, ist das ein Admiral? Das ist ein König. Das heißt, nee. Also, der hat jetzt trotzdem Feldtasten mit, also eine Flotte mit dabei. Hier ist die nächste Fußdeckarmee. Das schaffe ich easy. Jetzt mal hier rein und Militärausbildung. Okay, Antiochia. Lasse ich momentan, das lasse ich noch. Und sicher wäre hier wirklich ein Militärgebäude am besten. Also momentan wäre das, glaube ich, wirklich am besten. Dann habe ich hier auf jeden Fall auch den Garnison drin. Aber das ist nervig. Den warte, was gibt es? Garnison von 4-5 Einheiten. Königliche Peltassen 2 ist halt gut. Geschossspitze. Bogenschützen und Peltassen nochmal. Leichte Peltassen sind zwar nicht so gut, aber. Oh, die machen eine Synchro da. Eine Synchro-Dance. Oder ich hole mir da jetzt spontan nochmal einen General. Minus Moral für alle feindliche Einheiten ist bei einer Verteidigung, glaube ich, echt gut. Da mache ich das doch. Einfach damit der nicht so ein leichtes Spiel hat. Der hat sehr viel Fernkämpfer. Ich habe jetzt 2000 Hekra. Aber Hekra will ich noch nicht. Wobei, warum nicht? Jerusalem eigentlich auch nicht, wegen weil ich nicht weiß, was hier ist. Ich kann jetzt schon 2. Dann hole ich mir noch mal eine Spionin. Auch wenn es richtig teuer ist, aber ich muss mich wehren. Okay, du. Warte, wie viel Geld habe ich? 800. Das kostet, glaube ich, 1000 hier, ne? Nee. Oder ich habe dich behindert. Okay, das heißt... ab Rang 6, okay, noch ein bisschen. Ab Rang 6 kann ich... Ab Rang 6 kann ich töten. Einen Mann zu brechen ist leicht. Seinen Geist. Ich trinke gerade was. Entschuldigung, warte. Beziehungsweise ich habe mir gerade was eingegossen, deswegen konnte ich den jetzt nicht. In der Finsternis wird ein Mann konnte ich jetzt nicht schnell abbrechen. Gut, nochmal Sklavenaufstand. Yay. Okay, der sagt, dass ich keine Chance habe. Ich sage. Let's do it. Er hat Riesenballisten, was ist, okay.
holt er einfach Riesenballisten. Das Problem ist, das könnte wirklich ein Problem sein. Okay, sind das solche, die er. Nee, die kann er nicht schieben. Das bringt ihn dann halt nichts, ne? Warte, ich gehe hier hin. Dahin. So. So. Der Mops. So. Und hier. Nee, so. Gepanzerte Elefanten! Also Riesenballisten machen eigentlich nur Sinn, wenn man die auch einsetzen kann. Nee, die machen ja wirklich nur Sinn, wenn man die schieben kann. Also Riesenballisten kann man halt nicht schieben. Okay, ich dachte gerade hier, hätte ich die Phalanx nicht aktiviert. Genau, die kann man halt nicht schieben, deswegen, ja. Das ist kind of sinnlos. Ihr dürft schneller gehen, ne? Also müsst ihr aber nicht. Also jedem das seine. Ech. Okay, ihr geht jetzt mal dahin. Los geht's. Gegen Kamele. Pui. Das war sein, genau. Nee, hier, der da. Ja, bitte mach das nicht nach. Das macht gar keinen Sinn. Okay, zum Glück kommt der Elefant da raus, jo. Herr Banner, Herr Banner. Herr Banner, Pikiniere, Pikiniere. Immer so kacke, wenn die. Oh, das sind auch Pikmin. Das ist immer so blöd, wenn ja, die ganze Phalanx dann platt macht. Ohne. Also so macht man halt so macht man halt das richtig. Ja, das ist wurscht. So, du kommst mal hier runter.
Das ist gut, dass der jetzt wankt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh, Elefanten sind wieder da. Das ist gut, dass die jetzt weg sind. Das ist sehr gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, das war's. Das war's. Gut. Ja. Uiuiui, das war aber sehr close. Ja, jetzt muss ich ja noch halt den Vogel holen da. Na gut. Wiggel, wiggel. Jetzt wirst du, wenn du schon so lange wartest, bis wir da sind. Dann kommen wir auch komplett. Sonst behältst du ja auch die Katapulte. Das will ich nicht. Fünf, ich weiß nicht, also überleben tut das auf jeden Fall. Weil der, hä? Ah, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, dass ich den komplett... Ah, Mann, so dumm. Naja. Aber war ja nur eine kleine Armee dieses Mal. Ja. Naja, okay. Hauptsache ich bekomme Geld. Jo. Ich bin sehr, sehr gespannt, was der macht. Also ob er jetzt wirklich hier angreift oder ob er da einfach nur stehen bleibt. Stehen bleiben ist nervig genug, aber angreifen wäre noch schlechter für mich. Schon wieder. Er hat Athen zu Hause nichts zu tun? Ich frage nur, weil auf Salamis sind jetzt drei Armeen von ihm und hier oben auch. Also bei Tarsus ist jetzt auch eine Vollstärkarmee. Ist der so groß oder hat er einfach All-In gemacht?
Und wieso ich. Okay, das mache ich aber jetzt in der nächsten Runde. Aber der ist doch. Warum macht er das? Also ich meine, das ist ja machbar auf dem freien Feld. Wobei, also ja, der hat halt also 2, 4, 6, 7 und 2, 4, 6. Also pff, ja, insgesamt 13 Fernkämpfer und davon halt 7 Kavallerie oder halt Kamel. Bogenschützen. Der Rest ist Nonsens. Klar, ich habe da sehr viele Pikniere. Aber ey, er muss eh erstmal auf die Mauern kommen. Hä, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, okay. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Mal schauen, wie unser Vorbote von Februar sich planiert. Bis dann, bye bye.